Heute bei uns zu Gast eine Künstlerin durch und durch, Schauspielerin und Sängerin Barbara. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Du hast vor 2 Monaten deinen Song Hymn for Yourself rausgebracht. Und das ist ja so eine Aufforderung, das Selbstbewusstsein jetzt nicht von anderen abhängig zu machen. Genau. War das bei dir so früher oder ist es so? Also ist das immer was, mit dem du dich beschäftigst? Ich denke, jeder beschäftigt sich irgendwann in seinem Leben damit. Also beginnend ab Pubertät, wo sich halt einfach alles verändert und wo man sich denkt, oh mein Gott, wo ist mein Selbstbewusstsein hin? Aber der Song ist eigentlich daraus entstanden, dass ich bei meinen Freunden gemerkt habe, die und vor allem Freundinnen, die so tolle Persönlichkeiten sind und so wunderschön und klug und wirklich einfach toll sind, dass sie daran gezweifelt haben. Und ich dachte mir, das kann ich doch nicht zulassen. Mhm. Und daraus ist dieser Song entstanden. Die Mama war oder ist Komponistin, kommst aus einer kompletten Musikerfamilie. Mhm. Inwiefern hat das denn deinen Berufsweg da geprägt? Ich wusste schon von Anfang an, dass ich das auch machen möchte, weil ich einfach ständig mit Musik umgeben war. Ständig hat jemand gespielt oder gesungen oder Musik abgespielt. Und ich war einfach von Grund auf begeistert davon. Also eigentlich auch, also es scheint zumindest so, in Österreich ein ziemlicher Vorteil, wenn du da von den Eltern so unterstützt wirst, weil ja oft eben sozusagen Künstler, Künstlerin zu sein, nicht wirklich als Beruf anerkannt wird, oder? Es wird tatsächlich nicht wirklich als Beruf anerkannt. Viele sehen das ja als Hobby. Ja, was ich halt bei meiner Familie gesehen habe, ist, wie schwer es auch ist. Also da denkt man auch wirklich mal tatsächlich darüber nach, ob man sich das antun möchte. Mhm. Aber eben, man sieht, dass es auch funktioniert. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, aber man muss das machen. Mhm. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu deiner Single, Hymn for Yourself, beziehungsweise zu den anderen 2, die du released hast, How But No und Locked in Love. Also du hast ja dieses Jahr einiges released. Und ich finde, dass Hymn for Yourself ganz, ganz anders klingt. Also die anderen 2 Nummern waren eher so funky, ja, gefühlt. Und das hat jetzt eher so für mich so einen 50 Shades of Grey Soundtrack-Ding. Wie kam es dazu, dass du sozusagen jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hast, musikalisch? Ich wollte tatsächlich halt so einen sexy, düsteren, gefährlichen Sound rausbringen. Mhm. Aber es war einfach das, was der Song in dem Moment gebraucht hat. Klar, es gibt auch immer die Option, das wie die anderen Songs zu machen, aber das wäre langweilig. Ja, sehr spannend. Wir werden dich heute auch noch live performen sehen mit How But No. Musikerin und Schauspielerin Barbara ist heute bei uns im Studio und wer jetzt genau hingesehen hat, hat erkannt, dass du im Musikvideo von Average zu sehen warst. Die ist vor einem Jahr rausgekommen. Wie kam es dazu? Eine Freundin, die mit Caio verwandt ist, hat mich, glaube ich, gefragt, ob ich Zeit hätte, ganz spontan am selben Tag. Und das war ein verschneiter Wiener Wintertag. Mhm. Ich war so, ja, passt, mache ich. Ich komme vorbei. Du bist ja eben auch noch Schauspielerin. War das auch schon immer eine Leidenschaft von dir oder hat sich das erst später entwickelt? Ich glaube, es war wirklich immer eine Leidenschaft, von der mir aber nicht wirklich so viel bewusst war, weil es einfach immer dabei war. Ich habe halt von klein auf in Musicals mitgespielt, in Opern, in Theaterstücken, aber Vorrang war da immer irgendwo auf Musik und ich dachte mir, ja, ich singe ja nur. Mhm. Und erst einige Jahre später habe ich erkannt, ich hatte die ganze Zeit Schauspielunterricht. Ja, so hat sich das ergeben. Das heißt, zuerst war die Musik und dann hat sie das mit dem Schauspielern so entwickelt. Kannst du sagen, was du lieber machst? Nein. Gott, nein. Es hängt beides so eng miteinander zusammen. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich mich intensiv mit einer Rolle beschäftige, da kommen so viele Gefühle auf. Und es ist einfach so was Befreiendes, dass dann eigentlich immer auch ein neuer Song entsteht. Also bei jedem Dreh, der wirklich intensiver ist, entsteht auch ein Song dazu. Bist du generell ein selbstkritischer Mensch? Also egal jetzt, ob in der Schauspielerei als auch in der Musik? Ich denke schon. Also ich versuche einfach möglichst besser zu werden und zu lernen und einfach das Bestmögliche von mir zu werden. Was würdest du denn jetzt so jungen Musikerinnen oder Schauspielerinnen noch mit auf den Weg geben? Hast du irgendeinen Tipp oder irgendwas? Hört nicht auf andere und hört nicht auf die Gesellschaft und macht einfach. Es ist egal, welche Uni, welches Land, welche Sprache. Einfach machen.
finde, das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank fürs Kommen und für Danke das interessante für die Einladung. Gespräch. Und jetzt natürlich sind wir alle sehr gespannt auf die Live-Performance. Viel Spaß damit.